Jetzt sind wir auf den Geschmack gekommen. Jetzt wollen wir jemanden wirklich Gefährlichen empfangen. Noch gefährlicher, Majestät? Das selbstverständlich, Seiferstein. Wenn Majestät darauf bestehen. Der Gangster-Rapper Moneyboy. Das ist ein Wüder, da kann er sich ein Scheiberl abschneiden. Also, in jeder Beziehung. Ja. Na, husch. Seiferstein, er reagiert nicht. Wie begrüßt man seinen Gangster-Rapper? Majestät, ich habe mich informiert, man müsste in etwa sagen, yo, mother beeps, what's up? Also, yo, mother father. Yo, was ist Gucci? Eure Majestät. West Coast. Wien City. Ja. Das ist ein bisschen komisch, das Gespräch. Also, er ist ein Gangster-Rapper. Ja, wie wird man das? In welchem Ghetto muss man da aufwachsen? Also, ich würde mich gar nicht als Gangster-Rapper, sondern als Swagger-Rapper bezeichnen. Das heißt, es geht jetzt gar nicht darum, ständig Leute abzuknallen oder so, sondern mir geht es hauptsächlich ums Geld, um den Schmuck, um die freshen Turnschuhe und so weiter. Und um Fuchsschwänze. Genau solche Dinge. Nimmt er den immer als Diebstahlschutz vom Auto runter und dann. Wie macht es sein? Oder ist er mit dem Fahrrad da? Das ist nur ein Accessoire, das habe ich eingeführt. Ich bin ja ein Trendsetter, ich habe für viele Trends schon gesorgt, die ja, die Leute nachgemacht haben. Ja, das haben wir schon im Auditorium gemerkt. Die sind alle. Die sind alle ganz gesweckt. Hin und weg sind die. Seiferstein, haben wir vielleicht audiovisuelles Material von seiner Arbeit? Ich befürchte, Majestät. Hofbittstelle, bitte. Steige aus dem Bett, dreh den Swagger auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money, oh. Steige aus dem Bett, dreh den Swag auf, schaue kurz in den Spiegel, sag what up. Yeah, I'm getting money. Also eine Frage, die uns jetzt auf der Zunge brennt. Was? Und die zweite ist, hä? Und die dritte ist, warum? Ist die deutsche Sprache zu primitiv, um seinen Hass auf die Gesellschaft auszudrücken?
muss er zu solchen kruden Mitteln greifen? Da ist überhaupt kein Hass drin, das ist einfach ein ganz normaler Hit, den die Leute auch am Hof vor sich hin trällern oder so, habe ich gemerkt vorher. Die Blumenmädchen haben es gesungen. Nein, die sind alle ganz normal. Sein Vorbild, das haben wir mal gehört, sein Vorbild ist ja dieser Sido. Stimmt das so? Nein, das ist kein Vorbild. Also er ist vielleicht in derselben Branche, aber wir haben uns so nicht so verstanden. Wir waren nicht so auf derselben Wellenlänge. Und warum wohl? Ja, er ist mehr ein Musiker im klassischen Sinn und ich bin mehr ein Hustler, wie man das jetzt neudeutsch bezeichnet. Ich bin einfach jemand, der versucht, auf verschiedene Art und Weise sein Geld zu verdienen. Ich bin jetzt nicht der talentierteste Musiker. Ich bin jetzt nicht, vielleicht nicht Mozart. Naja, ein Tipp von uns wird jetzt einmal mit Hakeln versuchen. Ja. Ernsthaft, das ist wirklich, da gibt es Leute, die haben die besten Erfahrungen gemacht. Ja. Die gehen in die Arbeit. Ja, ich brauche mehr, möchte mehr das schnelle Geld und das. Nur mal so schneller arbeiten. Moneyboy ist ja ein sehr vielfältiger Businessman sozusagen und ich denke immer, wie kann ich neue Märkte erschließen und demnächst werde ich auch eine Rap-CD für Kinder rausbringen. Nein, das wird er nicht tun. Doch, aber dann. Nein, das wird er nicht. Das wird er nicht tun. Er lässt uns die Kinder los. Irgendwann ist der Spaß zu Ende. Nein, die Kinder lassen in Ruhe. Wer zahlt dann, wenn die Kinder den Schaß hören, wer zahlt dann unsere Pension? Ist er wahnsinnig geworden. Die werden ja alle automatisch drogensüchtig. Welche Texte er da macht? Wir verstehen ja die Hälfte nicht. Was sind das für Texte, die er da aufführt, Seifenstein? Majestät, wir haben einen Sachverständigen hier am Hofe. Vielleicht kann der diese Art von Sprache verstehen? Na, ist er dann. Her mit ihm. Der Sachverständige seiner Majestät. Ich bin unzufrieden mit dir. Ich hoffe. Sind abgeschleppt! Ja, wie geht's? Ja!